Und hallo, hier ist Europabox 28 zu einer Runde Need for Speed. Let's Drift. Und ja, wir spielen hier Need for Speed 1, so wie gesagt, mit dem Team Falcon Wagen als Bonuswagen von Need for Speed. Und hinten das DK steht für, oder DK, oder? Steht dort hinten für Drift King bei Shift 2, wie das erklärt, von wem und was und wo das ist. Das Auto vielleicht wieder auch von Need for Speed Shift 2 Unleashed mal etwas bringen, aber nur vielleicht. Und mal schauen, ob wir gewinnen oder verlieren. Mir ist es sozusagen egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich weiß nur, dass dieses Auto sau viel Power hat. Und ja. Das ist ein Ford Mustang, oder? Falcon Tier Ford Mustang GT ist das. Und jetzt ruft mein Kollege an. Ah nö, zum Glück nicht. Einladungsevents. Präzisionspunkte. Interessiert doch eh niemand diese scheiß Präzisionspunkte. Haben wir jemanden eine Nachricht gesendet? Nö, nicht. Schöner Wagen. Mal schauen, ob ich etwas zustande bringe mit diesem Wagen. Oh, die hat Power. Bin mir gewöhnt von der Dirt Showdown. Die X-Taste ist zum Driften. Aber hier muss ich mich schnell einfahren mit der Karre die erste Runde. Weil ich nicht vertraut bin mit diesem Wagen. So, die erste Runde haben wir überlebt mit ein paar Kratzern im Lack. Ist ja egal. Ja, der Nissan ist auch eine gute Wahl, Red Bull. Ja, der Mustang ist ein bisschen besser als der BMW, aber er hat irgendwie zu viel Power zum Driften. Und bei Shift 2 Unleashed ist der ist das Driften einfacher als hier bei Shift 1. Knapp hat er gewonnen, ist ja egal. Ich will trotzdem verlieren in diesem kompletten Event. Es geht mir ja eigentlich nur ums Verlieren, nicht ums Gewinnen. So. Oh, das hat jetzt geknallt. Ich glaube, Auspuff ist abgefallen. Ich glaube, diese Driftpunkte sollten jetzt reichen. So, wenn ich einigermaßen schlecht fahre, kriege ich am meisten Punkte.
bitte nicht abschalten, sonst verpasst ihr noch meine schlechteste Runde, nämlich die letzte und dritte Runde. Oh. Driften, meine neueste Lieblingssportart. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch Videos über Rennspiele. Oh, der andere wird mich trotzdem noch abziehen. Ich sehe es vor mir. Tüt. Mir ist aufgefallen, wenn ich ruhig bin und scheiße fahre, mache ich mehr Punkte, als wenn ich gechillt bin und laber. Ich will verlieren. Man darf auch nicht zu schnell fahren. Fast 3000 Punkte. Wir haben jetzt das Jahr 2992. Scheiße, ich hab gewonnen. Man kriegt eh immer 80.000 Punkte, ob man gewinnt oder verliert. Das ist auch das Komische. Hat das jetzt mal das Lams mit dem Zähler? So. Mit dem sage ich jetzt, das war Robobox 28 mit einem kleinen, aber feinen Let's Drift. Und damit sage ich jetzt, wünsche euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß beim Zocken und beim Rocken und beim Videoschauen auf YouTube und beim Zocken. Oder vielleicht selber Let's Plays machen oder Videos auf YouTube. Und einfach einen schönen Tag noch. Bye.